keine Sorge. Der Abend ist noch jung. Ja, das befürchte ich auch. Nimm's dir nicht übel. Sie ist im Moment nicht gut, auf dich zu sprechen. Es gefällt dir nicht, wie du mit Lisa Schluss gemacht hast. Ah, ja? Lara. Was machst du denn hier? Das habt ihr euch ja schön ausgedacht. Du willst meine Freundin sein? Aber Lara... Das hast du toll eingefädelt. Ich will ihm einen würdigen Abschied bereiten. Das bin ich ihm schuldig. Ich hab langsam die Schnauze voll von dir, Jonas. Kannst du dich 5 Minuten lang wie ein normaler Mensch benehmen? Du bist so ein verdammter Egoist und du machst alles kaputt mit deiner blöden Verliebtheit. Jetzt du nicht so. Du schmachtest mir die ganze Zeit hinterher. Moment. Ich habe nie versucht, mich irgendwie an dich ranzumachen, okay? Aha. Und wer hat jetzt den Stress? Daniel glaubt, ich wäre eifersüchtig auf Natascha. Das war ein Missverständnis. Und woher glaubst du, kam das? Hätte ich ihm sagen sollen, wieso ich nicht hier alleine bleiben möchte? Du tust ja gerade so, als hätte ich mich absichtlich in dich verliebt. Jonas, was macht das für einen Unterschied? Stress haben wir trotzdem. Entschuldigt bitte, wenn ich euch störe. Aber da sind jede Menge Gäste, die gerne bestellen würden. Aha. Tja, was soll ich dazu sagen? Dann mal los, Jungs. Was soll das denn jetzt? Was wohl? Ich gehe. Gebraucht werde ich hier eh nicht. Guten Abend. Wieso? Ich wusste wirklich nicht, dass Christian hierher kommt. Das ist alles nur ein Zufall, oder was? Ja, wirklich. Ich glaub dir kein Wort. Echt, Lara? Ich habe nur meine Backstage-Karten hier abholen. Ach, hör doch auf. Ja, aber es stimmt. Von wegen Freundin. So ein Mist. Wieso denkt sie... Lara! Was war denn hier los? Ich glaube, es wäre besser, wenn du wieder mit zu mir kommst. Dort sind auch Nina, Marc und Simon. Hier bist du doch nur allein. Mein Platz ist aber hier. Es gibt so viel zu tun. Die Trauerfeier. Wir werden nur im kleinen Kreis Abschied nehmen. Es soll eine kleine, würdige Feier werden. Und ich möchte auf keinen Fall, dass irgendetwas über die wahren Hintergründe seiner Hochzeit mit Clarissa bekannt wird. Soll niemand erfahren, dass Clarissa deinen Vater in den Selbstmord getrieben hat? Das würde auch Christophs Ansehen beschädigen. Und ich möchte, dass man ihn in guter Erinnerung behält. Du kannst dich auf mich verlassen. Wir müssen sein Andenken bewahren. Soll ich dir helfen bei den Vorbereitungen? Das ist meine Aufgabe. Lara! Warte doch mal! Bleib stehen! Bitte! Warum hast du das getan? Du weißt genau, was passiert ist. Er hat mich auf diesen schrecklichen Friedhof gebracht. Deswegen hätte ich doch nie versucht, dich und Christian zusammenzubringen. Und warum kommt er gerade dann ins Label, wenn ich mit dir verabredet bin? Oh Mensch, er hat seine Karte vergessen. Was kann ich denn dafür? Ich glaub dir kein Wort. Lara, glaub mir doch. Hau ab! Ich will dich nicht mehr sehen.
Hey, was war denn für ein Los? Hast du doch gehört. Ich habe nur den zweiten Teil der Story. Ach, Gabriela hat mich plötzlich angemacht. Ja, und warum? Warum wohl? Du weißt doch, ich sitze in der Klemme. Naja, du bist in sie verliebt. Ja, und genau das hat sie mir vorgeworfen. Was? Da kannst du doch nichts für. Ja, aber das interessiert sie nicht. Sie sagt, ich würde alles kaputt machen. Dabei habe ich nie versucht, mich jetzt zwischen Daniel und sie zu drängen. Wie oft willst du den Tisch eigentlich noch abwischen? Alles ganz schön kompliziert, was? Ja, deswegen musst du zusehen, dass du die Sache mit Gabriela auf die Reihe kriegst. Ach, so geht es echt nicht weiter. Scheiße! Hey, schon Feierabend? Ja. War super ruhig. Da konnte ich früher gehen. Aha. Vorhin war es doch noch ziemlich stressig. Ja, das war nur am Anfang. Und, wie war es bei dir? Hat ziemlich lange gedauert in der Uni, hm? Ja, ich habe mich noch mit einem Kommilitonen festgequatscht. Aber dafür habe ich schon alle Kopien für die Fußnoten fertig. Wow, du bist ein Genie. Erzähl doch mal, wie war es denn noch mit Jonas? Ja, wie gesagt, es war ziemlich ruhig. Und deshalb konnte ich früher gehen. Gut, und wie habt ihr euch sonst so verstanden? Keine weiteren Diskussionen? Diskussion? Darüber, wie man mit seiner Freundin Schluss macht. Wenn Jonas mit Lisa Schluss machen will, dann ist das seine Sache. Ich frage ja nur. Ich hätte nämlich ein ziemlich blödes Gefühl in Amsterdam, wenn ich wüsste, dass hier zwischen euch noch dicke Luft wäre. Soll ich dir irgendwas zu trinken holen? Danke. Okay. Aber wenn du irgendwas brauchst, dann... Ich denke an morgen. Wenn die Beerdigung doch nur schon vorbei wäre. Ich bin ja bei dir. Wenn sie den Sarg hinunterlassen. So. Hallo. Wann interessierst du dich eigentlich für Sport? Seit 2 Sekunden. Naja, aber Synchronschwimmen ist ungefähr so interessant wie Nacktkegeln, oder? Daniel, wollen wir? Kein Fernsehen? Aber ich wollte eigentlich noch auf Jonas warten. Wieso? Ich wollte mich bei ihm bedanken, dass er gestern mit dir die Schicht geschmissen hat. Das kannst du auch morgen, hä? Tag. Ja, wir gehen dann mal, hä? Ciao. Und? Hast du dich noch mal mit Lara getroffen? Ja. Aber sie glaubt mir nicht. Hat sie noch mal was über mich gesagt? Nee. Was mache ich denn jetzt? Tja, triff dich noch mal mit ihr. Aber ohne mich, auf dich kann sie ja nicht ewig böse sein. Da gibt's nur ein Problem. Sie hört mir überhaupt nicht zu. Was die Trauerfeier angeht, ich habe noch mal alles mit Pfarrer Winterthal besprochen. Er war einverstanden. Gut. Oder hättest du gern mit ihm geredet? Nein, nein. Barbara und Kathi. Ich konnte die beiden bisher immer noch nicht erreichen. Ich wollte sie wenigstens informieren. Isabel? Ich würde gern noch was mit Caroline besprechen. Natürlich. Caroline, ich wünsche mir für Christoph einen würdevollen Abschied. Und deshalb wollte ich dich bitten. Ja? Ich wollte dich bitten, dass wir bei der Beerdigung gemeinsam von ihm Abschied nehmen.
Danke. Wofür? Wenn du mich gestern nicht in der Kneipe vertreten hättest, könnte ich die Reise heute vergessen. Meine Seminararbeit wäre nie fertig geworden. Apropos Seminararbeit. Kannst du die noch bei meinem Prof vorbeibringen? Ja, klar. Wenn ich erst in die Uni muss, dann verpasse ich den Zug. Naja, das wäre mir eigentlich ganz recht. Ach komm, du weißt doch, dass ich auf die Kleine aufpassen muss. Ich vermisse dich jetzt schon. Ich wäre doch auch lieber bei dir, aber es geht nun mal nicht anders. Ich hab's Natascha versprochen. Ich weiß. Ich werde ganz alleine sein ohne dich. Kannst du mich nicht mitnehmen? Ich mach mich auch ganz klein, versprochen. Gabriella, hör auf. Sonst komme ich gar nicht mehr los. Schon klar. Ich verspreche dir auch, so schnell wie möglich wieder hier zu sein. Du bist toll, weißt du das? Henning. Darf ich Ihnen auch mein Beileid aussprechen? Es tut mir leid. Die Veranstaltungen empfangen heute keine Besucher. Ich bin aber gar kein Besucher, nicht in dem Sinne. Sie gehen jetzt besser. Bitte. Mein herzliches Beileid, traurige Sache. Darf ich Sie dann bitten, wieder zu gehen? Wo ist denn Clarissa von Anstetten? Es muss ja ganz schrecklich sein für Sie so kurz nach der Hochzeit. Wir alle trauern um meinen Vater. Bitte respektieren Sie das. Selbstverständlich. Aber vielleicht ein Foto? Oder wollen Sie vielleicht etwas dazu sagen? Sie sehen doch, dass im Moment niemand mit Ihnen reden will. Okay, alles klar. Tut mir leid. Ich weiß auch nicht, wie der Kerl hier reinkam. Er ist ja wieder weg. So. Ich würde sagen, wir müssen los. Ja, Nina ist leider nicht da. Aber möchte vielleicht eine Tasse Tee mit mir trinken? Ich weiß nicht. Komm, ich frühstück sowieso gerade. Okay. Sag mal, hast du dich mit Alexa verkracht? Ja. Ich denke, ihr seid so gute Freundin, oder? Ja, das dachte ich auch, aber Alexa scheint das anders zu sehen. Ach, ist nicht so wichtig. Den Eindruck habe ich aber gar nicht. War es wegen Christian? So eine Gemeinheit, mich mit ihm zusammenzubringen. Nach allem, was er sich geleistet hat. Ich glaub's doch nicht allen Ernstes, dass Alexa das so eingefädelt hat. Ach, Zufall, dass er gerade in dem Moment auftaucht, wo ich auch da bin. Marie hatte Christian gestern Abend auf ein Konzert geschickt. Jobmäßig, verstehst du? Sollen sie sich dann eine Band für sie anschauen? Ja, und wieso war er dann da? Ja, weil er seinen Backstage-Pass vergessen hatte. Alexa konnte gar nicht wissen, dass er nochmal zurückkommt. Vielleicht redest du besser nochmal mit Alexa, hm? Ich ruf dich an, wenn ich angekommen bin, okay? Okay. Ach, und grüß Jonas von mir, hm? Mhm. Tschüss, Tom. Eine ziemlich doofe Zeit für dich. Dani fährt nach Amsterdam und dann hat er Stress mit Jonas. Ach, das war nur ein kleiner Streit. Nichts Besonderes. Wird jetzt normalerweise aber nicht gegeben. Wieso? Ich weiß, worum es ging. Ach ja. Worum denn? Dass du Probleme damit hast, dass, wie soll ich sagen, dass Jonas in dich verliebt ist. Tom, du spinnst doch. Wie kommst du denn auf sowas? Er hat's mir erzählt. Schließlich bin ich ein guter Freund von ihm. Wer hat's dir erzählt? Na toll. Thank you.
liebe Familie, liebe Freunde, wir haben uns hier versammelt, um von Christoph August Graf von Anstetten Abschied zu nehmen. Sein plötzlicher Tod hat uns alle mit tiefer Trauer erfüllt. Und auch viele Menschen, die den Verstorbenen nur flüchtig kannten, sind betroffen. Denn Christoph von Anstetten war ein Mann, der viel Gutes getan hat. Doch es gab nicht nur den öffentlichen Menschen, den Grafen. Es gab auch den Ehemann und den Familienvater. Ein Mann, der jedem gern geholfen hat, der immer für seine Freunde da war. Ein Mensch, der das Wohl der anderen stets über sein eigenes gestellt hat. Umso tiefer hat uns sein Tod getroffen. Lara? Ich hab schon gedacht, du kommst gar nicht mehr. Du warst ja nicht in der Schule. Ich war nicht so gut drauf. Und jetzt? Ja, also, du konntest nicht wissen, dass Christian im Label vorbeikommt. Das war alles ein dummer Zufall. Es tut mir so leid, dass ich dir nicht gleich geglaubt habe. Zum Glück war Simon auch da, der hat mir alles erklärt. Bist du noch sauer auf mich? Quatsch. Das wird mich aber nicht wundern. Du hältst die ganze Zeit zu mir und ich mach so ein Theater. Vergiss es. Du hattest so viele Probleme in letzter Zeit. Ist doch klar, dass du da so ein bisschen sensibel bist. Dann ist alles wieder klar zwischen uns? Klar. Wenn du mich noch magst. Du stellst manchmal Fragen. So, ich gehe jetzt in die Uni. Aber nachher kann Jonas was erleben. Was soll denn das? Er kann doch mit mir über seine Probleme reden, wenn er will. Das geht keinen was an, okay? Mensch, Gabi, jetzt hör doch mal. Nenn mich nie wieder Gabi! Nochmal. Ach nee. Ach, mal wieder auf dem Sprung. Gibt wohl was in der Küche zu tun, ne, Tom? Was soll das denn heißen? Hi, Jonas. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Was sollte diese Bemerkung? Dass du dich vom Acker machst, sobald es was zu tun gibt. Genauso wie gestern im No Limits. Du weißt ganz genau, wieso ich gegangen bin. Ja, aber wenigstens in der Kneipe hättest du dich zusammenreißen können. Ach komm, jetzt tu nicht so cool. Besser ist total unsachlich. Was sagtest du? Ich machte dich an. Das kannst du wohl nicht vergessen, was? Das war auch total fies, mir sowas vorzuwerfen. Was kann ich denn dafür, dass ich dich mag? Aha. Davon habe ich aber gestern nicht viel gemerkt. Weil du dich mir gegenüber nicht normal verhalten kannst. Jedes Mal gehst du an die Decke, das ist total kindisch. Ach so, und du rennst gleich zu Onkel Tom, um dich bei ihm auszuheulen. Hinter meinem Rücken hast du ihm alles erzählt. Und von mir erwartest du, dass ich Daniel nicht sage. Du, Tom ist ein Freund. Das ist ganz normal, dass ich ein bisschen was erzähle. Ja, natürlich nicht. Das macht auch alles nur komplizierter. Aber dir ist das ja egal. Du hast damit nichts zu tun. Du willst, dass ich ausziehe. Okay. Ich suche meine andere WG. Was? Ich hau ab! Das ist doch die beste Lösung, dann hast du deine Ruhe.
Jonas, das kannst du nicht machen. Und wieso nicht? Weil das wäre nicht fair. Du kannst mich nicht hier alleine lassen mit Daniel und mit den ganzen Problemen. Ich bin das Problem, deswegen zieh ich doch aus. Ja, nein. Was soll ich denn sagen, wenn Daniel mich fragt? Das geht einfach nicht, okay? Was willst du eigentlich, hä? Ich verstehe dich nicht. Was ist? Warum sagst du jetzt nichts? Sag was. Asche zu Asche, Staub zu Staub.